Moin moin liebe Freunde, hier ist der Koma, ich zocke bis ins Koma und heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns jetzt hier schon im nächsten Gebiet von unserer Storyline und ich habe hier gerade gesehen, dass hier noch eine kleine Quest auf uns wartet. Natürlich wollte ich euch das Gespräch nicht vorenthalten, also fangen wir einfach mal an mit diesem lieben Herrn Eton Vok zu quatschen. Seht euch das nur an. Die Rakule waren ziemlich fleißig. Das ist schon die 9. Leiche, die ich heute gefunden habe. Schon wieder einer von unseren Leuten, obwohl man das kaum noch erkennen kann. Rakgule kennen wirklich keine Tischmanieren. Aber ich vergesse ja schon meine eigenen Manieren. Ich bin Eton Vok. Ich erforsche das Jagd- und Sozialverhalten der Rakgule. Was riecht denn hier so? Ganz schön streng, was? Rakgule sind keine Kannibalen, also beschmiere ich meine Kleidung mit ihren Innereien, damit sie mich weniger schmackhaft finden. Dieses Chaos ist das Werk einer mutierten Rakul-Rasse, die ich studiere. Ich nenne sie Berserker, aus naheliegenden Gründen. Sie randalieren jetzt schon seit Tagen, haben sogar mein Lager zerstört. Ich bin nur deshalb entkommen, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, meine Waren zu fressen, um mich zu verfolgen. Das Imperium wird diese mutwillige Vernichtung nicht weiter zulassen. So schlimm der Vorfall auch war, seitdem ist es noch viel schlimmer geworden. Diese Berserker sind unglaublich aggressiv. Sie könnten imperiale Konvois angreifen, ganze Trupps in Stücke reißen oder, noch viel schlimmer, sie infizieren. Jeder Überfall macht sie blutgieriger und es werden immer mehr. Wir müssen sie vernichten, bevor es so viele sind, dass wir sie nicht mehr aufhalten können. Unsere Soldaten haben nicht den Mut, die Rakgule zu bekämpfen. Sobald einer von ihnen dran glauben muss, geraten sie gleich in Panik. Das ist eine Aufgabe für einen Sith wie euch. Ich stelle mich gerne jeder Gefahr. Ausgezeichnet. Ihr Versteck ist nicht weit von hier. Geht dorthin und tötet sie alle. Wenn es euch nicht stört, würde ich gerne beobachten, mit welcher Taktik ihr gegen die Rakgule vorgeht. Dieses Überwachungsgerät wird eure Kämpfe analysieren. Wenn ihr genügend Rakgule tötet, können unsere Soldaten anhand dieser Daten lernen, wie man den Kreaturen am besten beikommt. Alles klaro. 3 Berserker-Rakgule töten. Die befinden sich gleich hier und dort befindet sich auch nochmal dieser Beobachtungspunkt. Alles klar. Okay. Können wir alles machen. Wir befinden uns ja direkt in der Nähe, wie er es schon gesagt hat. Dann können wir das auch gleich mal übernehmen. Yes, sir. Machen wir das als erstes und danach kümmern wir uns erstmal wieder um unsere Story-Mission. Die könnten wir, wie gesagt, jetzt bis zum Ende durchverfolgen. Danach können wir noch ein paar Heldenmissionen machen, um das Ganze noch ein bisschen leveltechnisch abzurunden. So, was haben wir denn hier vor uns? Sumpfragule. Die interessieren uns aber gar nicht. Wir müssen uns für was anderes interessieren, also gehen wir einfach mal um die drumherum. Wir sollen uns nicht für diese einfachen Rakule, brutaler Sumpfragule, wir sollen uns um die Berserker kümmern. Die Berserker befinden sich aber ganz woanders. Die befinden sich hier so hinten in der Ecke. Oh, oh. Das war jetzt etwas zu weit, ja? Ich würde mal sagen, das war's schon. Blutend. Hey, die haben mich blutig geschlagen, die Schweine. Republikanischer Gorilla. Den können wir jetzt zugucken, wie sie kämpfen. Das ist auch cool. Aber ich habe so das Gefühl, wir kommen hier gerade absolut nicht weiter, ne? Führt kein Weg vorbei. So, jetzt nehmen wir uns einfach mal ein paar republikanische Idioten vor. Ein Chemikalienfass, aha. Schön zu wissen. Aber wir müssen doch hier hinten lang. Das hat gerade absolut keinen Sinn gehabt. Wir müssen hier so hinten durch. An den Viechdamm vorbei. Und hier müsste es doch dann jetzt irgendwo sein, oder nicht? Ich verstehe es nicht. Ah, das ist nur, ein kleines... Kleines neutrales Viech gewesen. Ich habe jetzt schon wieder gedacht, hier wartet irgendwas Böses auf uns, aber es war eben nicht der Fall. Ein Berserker-Sumpfrakul, da haben wir doch was. Genau sowas sollten wir doch töten. So, das war dann wohl der erste. Da haben wir den zweiten. Und ich habe gerade das Gefühl, dass ich irgendwie eine Seuche
Vergiftet, infizierte Wunde. Okay. Verschwindet aber bis jetzt alles wieder. Ist natürlich sehr gut. Läuft das jetzt ganz gut? Ich glaube, das war's schon wieder. Mehr sollten wir jetzt, glaube ich, nicht machen. Dann haben wir die Aufgabe soweit abgeschlossen. Das ist natürlich sehr schön für uns. Das bedeutet nämlich, wir haben wirklich intensiv geübt. Ja, intensiv gekämpft, trainiert, wie auch immer. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Das bedeutet für uns, wir können jetzt in ganzer Ruhe die Aufgabe abgeben, können uns wieder unserer Story widmen. Und dann werden wir mal sehen, wo diese uns hinführt. Mal sehen, ob wir uns nochmal mit dem Schüler Tana anlegen müssen, also Schülerin Tana anlegen müssen. Diese ist jetzt ja mittlerweile von ihrem Meister losgelöst, beziehungsweise hat sich selbst losgelöst, um eben ihren eigenen Weg zu verfolgen. Und ob sie sich uns da in den Weg stellt, das werden wir dann jetzt bald rausfinden. Der Ansturm der Rakghule scheint endlich vorbei zu sein. Das Imperium ist schon dabei, sein Gebiet zurückzuerobern. Wie ich sehe, habt ihr auch das Datenmaterial, um das ich euch gebeten hatte. Wunderbar. Ich hoffe, unsere Soldaten werden bald genauso effektiv gegen die Rakghule kämpfen wie ihr. Immer gern zu Diensten. Wirklich schade, dass die Berserker sich nicht gegen die Republik gewandt haben. Wenn man sie hätte lenken können, wäre ihre blinde Grausamkeit sogar nützlich gewesen. Vielleicht kann ich meine Studien jetzt in Ruhe fortsetzen. Allerdings muss ich mir zuerst neue Forschungsobjekte suchen. Tja, persönliches Pech. Wir können in Ruhe weitermachen. Das ist natürlich ein Vorteil für uns. So, dann fangen wir doch gleich mal hier an. Frei zum Abschuss, zur Kreuzung. Winde kommen Wada. Und das ist ja auch der Punkt, wo jetzt diese Schülerin Tana, glaube ich, hingegangen ist. Oder hieß sie Tania? Ich glaube, Tana hieß sie. Also je wütender sie wurde, desto schlimmer und verheerender wurden ihre Angriffe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es alleine geschafft hat, diesen Orda zu töten. Denn ansonsten hätten wir jetzt ja wohl nicht die Aufgabe, uns um ihn zu kümmern. Das ist natürlich ziemlich schlecht für sie, wenn sie jetzt gefangen genommen wurde. Es wäre mir ein leichtes, sie einfach mal auseinanderzunehmen. Wäre natürlich auch ein Spaß, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, jetzt fangen wir mal an hier. Gut. Damit haben wir schon die ersten Gegner hier vorne besiegt. Kümmern wir uns doch gleich um die nächsten. Sehr schön. Alleine durch Wette schaffen wir es immer wieder. Hier haben wir eine Gruppenphase, jeder darf eintreten. Das ist also jetzt nichts Sith-Krieger-typisches. Das ist jetzt einfach nur der Handlungsbogen von Taris, den wir gerade verfolgen. Und da gibt es wahrscheinlich einiges zu bekämpfen. So, gut, okay. Truppen ausschalten, 10 Stück, das sollten wir hier drin schaffen. Das wird kein Problem darstellen. Machen wir einfach... Boah, Wette gibt wieder Vollgas. Das erkennt man wieder daran, dass jeder Feind vor meiner Nase umfällt, ohne dass ich großartig wirklich einwirken konnte. Na los, zeig, was du kannst. Ich zeig's auch. Gut, wieder einer weniger. Sehr schön. Fehlt jetzt noch was Großartiges hier? Wir haben 7 von 10. Dann können wir uns doch hier gleich nochmal um den nächsten kümmern. Gut. Und ich denke mal, hier hinten in der Ecke werden wir auch noch was finden. Na, guck mal, da wartet doch schon der nächste Druide. Sehr schön. Ich glaube, wir haben soweit die Bonusaufgabe abgeschlossen. Und damit können wir uns jetzt hier hinten um diese Tür kümmern. Und ich denke mal, dahinter wartet dann wahrscheinlich auch der nächste Gegner auf uns. Ah. Kümmern wir uns zuerst um diese Energietür. Ups.
Und dann an dieser Konsole müssen wir weitermachen. Alles klar. Ah, da ist sie ja. Was macht ihr hier? Order gehört mir. Tja. Ihr Sith seid doch alle gleich. Schnell wütend und schnell am Boden. Die Republik wird nicht versagen. Taris wird wieder aufblühen. Genug Zeit verschwendet. Das Ende ist nahe. Kommt raus, Männer. Erledigen wir diesen Abschaum. Hey, ich bin kein Abschaum. Was soll denn das? Für die Republik. Ja, für das Imperium. Zeig uns dir erstmal deinen komischen Möchtegern Soldaten. Und dann selbst an dir. Nee, ne? Ihr könnt Taris nicht zerstören. Die Republik ist zu stark. Ah, mein Kopf. Mieser Trick, Order. Wenn ihr ihn nicht tötet, werde ich es tun. Lebt wohl, Order. Eure republikanischen Freunde werden euch bald Gesellschaft leisten. Ich hätte ihn selbst erledigt, wenn ihr euch nicht eingemischt hättet. Soll das ein Scherz sein? Ich habe genug von euch. Taris ist voller republikanischer Truppen. Und ich bin bereit, ihnen die Knochen zu brechen. Lebt wohl. Schön, euch los zu sein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und wir müssen jetzt anscheinend erst einmal nur dieses Gelände hier verlassen. Denn ansonsten zeigt er uns gerade nicht an, wo wir hin sollen. Wir sollen nur die Kreuzung verlassen. Das machen wir jetzt hier. Mal sehen, was dabei draußen am Ausgang auf uns wartet. Hier wartet schon ein Spieler draußen. Auftragsmittel. Kopfgeldjäger. Ah, Holo-Kommunikator. Na, dann werden wir doch mal rausfinden, was uns jetzt der Herr Grabus zu sagen hat. Ich habe Order getötet. Tana war während des gesamten Kampfs bewusstlos. Sein Tod wird die Republik erschüttern. Tana hat mich nach eurem Gefecht kontaktiert. Sie war ganz versessen darauf, mir die Details ihres Blutbads zu berichten. Aber trotz ihrer Bemühungen habt ihr mehr Soldaten der Republik getötet. Solch ein Gemetzel verlangt nach Anerkennung. Es hat mir Vergnügen bereitet. Eine gute Waffe und frische republikanische Beute. Die einzigen beiden Zutaten, die man braucht, um auf Taris Spaß zu haben. Nun, da Order erledigt ist, kann ich endlich die Macht des Imperiums auf die Zerstörung dieses elenden Planeten konzentrieren. Die Republik bezieht Stellung im alten Kanalsystem. Wir müssen ihre erbärmliche Operation zerschmettern, um fortzufahren. Sprecht mit Melkor Din in unserem Außenposten. Helft ihm, die mutierten Kanalbewohner auszuschalten und die Republik zu vertreiben. Und habt ein Auge auf Tanner. Ich bezweifle, dass sie euch sehen will. Das bezweifle ich auch langsam. Sehr schön, wieder eine kleine Quest abgeschlossen in unserem Universum. Und auf uns wartet jetzt hier hinten eine neue Aufgabe. Ragul-Bändiger. Sehr schön. Noch mehr Raguls töten. War ja bis jetzt nicht allzu schwer. Ich denke aber mal eher, dass wir mit General Minst erstmal weitermachen werden, damit wir dort wiederum eine neue Aufgabe abschließen können. Ja, können wir die ein bisschen umlaufen. Muss jetzt ja nicht unbedingt sein, dass wir schon wieder in den nächsten Feind reintreten. Ja, wir könnten hier so hinten entlang, wie ich gerade sehe. Das sollte uns sogar eine kleine Abkürzung einbringen. Was bist du denn? Hey, ein goldener Ferazin. Vielleicht hat er was Schönes im Petto.
Nö, hat er nicht. Schade. Hätte ja sein können. So, wir könnten jetzt hier mal versuchen durchzukommen. Vielleicht können wir hier uns ja auch so ein bisschen... Ja, sehr, sehr gut. Perfekt. Perfekte kleine... sagt's mir. Abkürzung. Nein, danke, Hogok. Ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Da mag ich das jetzt gerade noch nicht so. Wir bewegen uns jetzt einfach mal weiter zu unserer Aufgabe mit dem General Minsk. Das sollte sich ja gleich hier vorne befinden. Ah, das da hinten sieht doch schon sehr verlockend aus mit diesem komischen runden Eingang hier. Das wird es wohl auch sein. Das werden wir gleich rausfinden. Ah, ziemlich viele Rakule hier, die nur darauf warten, geschnetzelt zu werden. Wir haben jetzt hier sogar noch eine Heldenaufgabe, die können wir ja gleich am Anschluss wieder mit erledigen. Das könnte uns wieder eine kleine Zeitersparnis und extra Erfahrung geben. Was ich natürlich immer sehr gerne begrüße. Je mächtiger ich bin, desto besser. So, da kümmern wir uns zuerst um die wunderbare Story-Mission und danach begeben wir uns direkt zur Helden-Mission. Für die Story-Mission müssen wir einfach nur hier vorne gleich abbiegen. Da sind wir schon direkt da. Es sind ziemlich viele von den Rakuten hier unten, habe ich so das Gefühl. Viel zu viele. Aber wir haben es geschafft. Ah, perfekter Fahrstuhl, wie immer. Darauf stehe ich. Schade, dass bald wieder die Folge zu Ende ist. Mann. Wie lange braucht der Fahrstuhl, um runterzufahren? Kann man nochmal eine kleine Wollmütze stricken in der Zeit hier? Gibt's da nicht. Habe ich je erwähnt, dass ich Angst davor habe, verstrahlt zu werden? Nee, hast du nicht, aber jetzt wissen wir's. Jetzt sind wir alle zufrieden mit dieser Information und können weitermachen. So, was wird uns hier erwarten? Hier ist ein Reaktorkammer-Interface. Ich glaube, da müssen wir später rein. Oh, republikanische Kühlmittel-Druiden etc. Ich würde mal sagen, hier könnten wir jetzt mal anfangen und ein bisschen Stress machen. Wird mal wieder Zeit, dass wir arbeiten. Wette scheint eigentlich festzustecken. Das ist seltsam. Naja, was soll's. Komm, Wette. Weiter geht's. Abgeschlossen. Infiltriere das Reaktorkernversteck. Konfrontiere General Minsk. Minsk. So, ich würde mal sagen, dafür müssen wir einfach nur hier vorne diese Tür kaputt schlagen, da wo jetzt gerade eine Roboter davor steht. Also, Energiedruide. So, das war Nummer 1 von hier. Nummer 2 von hier. Oh, ein ganzer Haufen von den Viechern hier. Komm bitte, lass alles raus, was drin ja ist, was fies ist. Wir haben hier gleich mal 4 Gegner. Sehr schön. Nummer 3 haben wir dann auch geschafft. Ja, das ist Nummer 4. Sehr gut. Wieder ein Gegner weniger. Diese
ist nur die Frage, haben wir noch irgendwie eine Bonusaufgabe? Nein, wir haben die Bonusaufgabe soweit abgeschlossen und müssen uns jetzt nur noch um die Fallen, die wir sich hier auf unserem Weg befinden, kümmern. Das ist natürlich sehr schön. Aus dem einfachen Grund, dann sind wir gleich wieder vor dem nächsten Feind. Das Problem ist einfach nur, dass die Folge schon wieder fast zu Ende ist. Das ist nervig. Aber ich würde mal sagen, wir überziehen einfach mal kurz diesen Moment. Oder nein, stopp, wir überziehen diesmal nicht. Liebe Chromarische Armee, falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und falls du zur Chromarischen Armee dazugehören möchtest, brauchst du mich einfach nur abonnieren, kannst unsere Gilde schön mit beitreten in Star Wars The Old Republic und wir sehen uns dann.